Der ZF Praxistest, Deutschlands einziger Autotest, bei dem wirklich Volkes Stimme entscheidet. Die 10 besten kompakten Diesel-SUVs müssen sich Offroad und Onroad dem Urteil von 10 Lesern der Zeitschrift Autotest stellen. Heute der Skoda Yeti. Einem Yeti unterstellen wir mal, dass er sich in der freien Wildbahn besonders wohl fühlt. Gekauft wird der kompakte SUV von Skoda allerdings meistens von Stadtmenschen. Deshalb hat man diesem Auto alle Annehmlichkeiten spendiert, die dem Großstadtmenschen das Autoleben einfacher machen. Von der handlichen Lenkung bis zum Einparkassistenten. Das wissen natürlich auch die Leser von Autotest. Deshalb nehmen Sie im ZF-Praxistest alles noch einmal ganz genau unter die Lupe. Ein bisschen stylisch, ein bisschen kernig. Der Yeti bedient beide Seiten. Dank großer Fensterflächen und des geraden Hecks zählt er zu den besonders übersichtlichen SUVs. Auf dem Offroad-Gelände offenbart der knuffige Tscheche ein paar Schwächen beim Fahrwerk. Doch in der Summe hinterlässt er bei den Lasertestern einen durchwegs positiven Eindruck. Also der Yeti hätte ich nicht gedacht, dass er im Gelände dermaßen gut tauglich ist. Der hat mich positiv überrascht, hätte ich nicht erwartet. Die guten Noten im Offroad-Fach werden etwas vom mäßigen Geräuscheindruck getrübt. Also der Skoda war mit Abstand der lauteste bis jetzt. Immerhin bietet das Aggregat angemessene Fahrleistungen und eine gute Agilität. Dazu kommen ein ausgewogenes Fahrverhalten und eine zielgenaue Lenkung. Auf dem Handling-Parcours erreicht der Yeti eine Durchschnittsnote von 2,2. Bei der statischen Bewertung gibt sich der Skoda zwiespältig. Zum einen empfinden die Lasertester sein Platzangebot vorne wie im Fond als etwas zu knapp. Zum anderen kann er aber in Sachen Bedienbarkeit und Qualitätseindruck punkten. Also von der Qualität her ist er echt super. Würde der Yeti nicht im Gelände abfallen, dann wäre ihm eine Podestplatzierung sicher. So reicht es nur für einen 5. Platz unter den 10 besten kompakten SUVs. Es hat uns nicht wirklich überrascht, dass der Skoda Yeti auch im ZF-Praxistest so weit vorne landet. Er hat ja schon bisher Testsiege am laufenden Band gesammelt. Er ist kompakt, aber trotzdem geräumig und flexibel. Er ist handlich und agil und sparsam. Und der Preis stimmt auch. Ein Auto, das absolut in die Zeit passt.